Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge im Arsch. Ich fahre jetzt zum Händler und kaufe dann auch einen weiteren Dolly hier zum Anhängen von einem Fass. Und dann werden wir noch gleich noch einen weiteren Kurs aktivieren, und zwar für Gärreste fürs Klärwerk von der BGR Süd oder was das ist hier, ne? Dort ist ja gerade einer unterwegs. Da muss ich mal gucken, ob alles klappt. Da aktuell Blocking. Stroh. Läuft. Da muss ich mal sehen. So, fahren wir hier rechts ran. Dann gehen wir kurz ins Menü. So, Dolly. Hier haben wir hier verschiedene Sorten. Den haben wir jetzt zweimal schon. Den kaufen wir auch wieder. Hey, mit Kettenantrieb. Oder wir kaufen ein Original. Das geht auch. Breitreifen, ne? Ist ja egal. Geld haben wir ja. So, da haben wir ihn schon, glaube ich. Oh, Milch. Guck mal, da muss man fahren. Oder Blocking. Da muss ich mal nicht gucken. Das ist. Blocking heißt immer auf Deutsch, steht irgendwo. Wasser steht auch irgendwo. Das kann aber sein, dass der andere gerade mit Weizen. Das sagt jetzt nichts aus. So, dann mal gucken, mal eine Karte. Der Puma muss irgendwo sein. Und zwar Richtung Klärwerk. Das ist der Strohfutzi, denke ich mal. So, und der andere. Das Stadion. Der steht da. Da werden wir euch den Kurs angleichen müssen, und zwar, wie gedacht, verkehrte Rad. Und zwar einmal den Punkt kurz entlassen. Ich muss diesen Punkt verschieben. An sich kein Problem. Das lässt sich ja machen. Vielleicht hat er auch mit einem kleinen Fahrzeug eingefahren. Alles möglich. Nö, das klappt. Weil da muss man einen Trigger rein. Ne? Also andere Fahrzeuge, andere Punkte. So. Gehen wir jetzt zurück. Zum Händler. Angeschlossen? Ja, also angekuppelt. Sogar mit ganzen Schläuchen und Zeug, ne? Bremse und also. Kikifax hier, was alles ist, ne? Wir nehmen jetzt ein Fass, nur kein weißes, ne? Also Milchfass kommt für mich nicht in Frage. Weiß oder Chromfarben ist für mich kein Güllefass. Also nicht, kommt für mich nicht in Frage. Obwohl das hier im Spiel im Grunde egal ist, aber ja, das Prinzip, ne? Allein der Gedanke ist nie angenehm, ne? Heute fahren wir Milch und morgen Gülle und oder umgekehrt, ne? Wenn ich jetzt ein Fass endgültig für Gülle nehme, dann muss ich es umlackieren. Oder ich muss es deutlich beschriften. Zumal ja auch Lebensmittel bestimmt eine andere, naja, obwohl nicht unbedingt. Sollte alles möglichst, das ist ein Silo. Da geht keine Gülle rein.
Das ist für Mehl und so ein Zeug. Da habe ich schon mal probiert und Pech gehabt. Fällt mir gerade so ein. Uff, das wäre doch schief gegangen. Ich hätte mich gewundert, wieso er nicht aufnimmt. Das wäre ja was geworden, du. Und doch den Arne. Und der ist ja auch für Gülle gedacht, ne? Hohoho, hier, Bruder hier. Nimm Rücksicht auf deinen Chef. Ich mache das auch. So. Hat das mit Ehre nicht funktioniert? Mal gucken, ob es im globalen Markt wieder so ist. So. Und den fahren wir erstmal gleich zur. Ja. Oh, unser Mehlwagen ist ja voll. Die Kühe haben wir die nötige Menge geliefert. Deswegen habe ich auch so einen kleinen gekauft. Weil. So ein Großen muss ja ewig lange warten, ne? Und die Milch wird sauber. Oh, wir müssen durch die Böschung her. Gegenverkehr. Normalerweise fahre ich hier nicht durch, aber. Ausnahmsweise. So. Auf der Strecke. Mal gucken. Modus umstellen. Oh. So, beladen. So. BGH Nord. Gibt es jetzt noch eine BGH? Nicht. Na, hat doch hier nochmal Hof. Verkaufte. Standard. BG Hort. Nord haben wir. BG Ausland. Aber wir haben keine BGH. Muss mal gucken, welche Punkte da sind. Da steht ja was dran. Mal gucken. Das kriegen wir raus. Und das müssen wir dann Punkt einrichten, kein Problem. Aber alle sind hier auch Punkte. Mal schon mal aufmachen. Geht nichts rein. BGH Ausland, BGH Nord Ausland und BGH Nord Gereste Belan. Da müsste hier eigentlich auch ein Kurs sein. Also Kurse sind hier, das weiß ich jetzt, aber. BGH beladen BGH Gärreste. Da habe ich mal gemacht. Dann habt ihr mal gemacht. Wasserhof. Beladen, auffüllen. Abladen, auffüllen, beladen, Gärreste. Ja. Mal gucken, was er jetzt macht. Oh, das geht. Erfolgserlebnis. Stroh läuft. Weizen auch. Blocking. Wo steht er? Wasser. Steht auch. Bei der Brauerei. Wo steht er? Warum geht hier nichts weiter? Oh. Der ist voll. Gut, da können wir den abziehen. Da habe ich nicht gedacht. Tür noch raus. Kriegen wir noch ein bisschen raus. Dann könnten wir bei der Papierfabrik was reinkippen. So.
Weil. Machen wir erinnern sich. Das machen wir weg hier. Und rechts klicken. Dann fahren wir zur Papierfabrik. Und machen da mal Wasser. Wir haben noch Hackschnitzel. Jetzt im globalen Markt. Das könnten wir ja an der Ruhe mal Richtung Dings fahren. Wenn wir es rauskriegen jetzt. Ne? Eigentlich schon. Mit dem Kurs. Dann brauche ich hier einen Traktor mit Anhänger. Dann können wir wieder Papier erstellen und mal auch Klopapier verkaufen. Zum Beispiel. Und so ein Zeug halt, ne? Ja, heute ist Sonntag bei mir. Noch habe ich frei. Aber die Tage, die werden immer ja, kürzer, kann man sagen, ne? Das geht jetzt deutlich bergab. Ja, ist halt so, ne? Da kann man nichts machen. Eine Runde kann man sich wieder freuen, wenn man arbeiten kann. Wenn es soweit ist. Man freut sich aber genauso, wenn man sagt, okay, mal eine Woche frei oder so, ne? Den Urlaub beantragen. Ah, na, das wird nichts. In der ersten Woche wollen wir schauen, wie es überhaupt anläuft. Was uns vor der Füße fällt, ne? Aber wir haben meist entweder zu viel, also extrem zu viel. Normal arbeiten ist, ist eigentlich die Regel normalerweise, aber auch ab und zu mal so eine Phasen, wo es zu wenig ist, ne? Also aber eine Anlage, die 100% ausgelacht ist, ist halt Optimalfall, aber wiederum ist das so, wenn zu viel ist, dann nicht schaffst, ist auch ungünstig, ne? So, wenn der Verkehr, den muss ich hier abbiegen. Unsere Papierfabrik ist ja da hinten. Das heißt hier um eine Ecke, aber schon hier. Hier ist das Wasserfass und hier ist der Punkt, wo wir beladen können. Das heißt, hier muss ich mal gucken. Beladen, Wasser. Das muss ich irgendwie beschrieben haben. Beladen, Mega-Reste. Beladen, Wasserbrauerei. Nee. Beladen, Wasser, Papierfabrik. Entladen, Wasser. So, entweder lädt er es voll oder er fährt gleich die Runde. Fahren wir die Runde. Hier muss er wieder abladen. Das ist ja, ich weiß, ich sag mal so, hier eine Pumpe, eine Erde ran, ne? Schlauch an das Rohr, ne? Was da ist da, ne? Und dann hinfahren. Hier ist eine Säule. Na, da fehlt ja auch nicht viel, ne? Gut. Schauen mal, ob wir was von hier reinkommen, global. Also ob wir da jetzt was kaufen können. Fabriken. Globaler Markt. Müsste eigentlich hier auch mit drin sein. Nee. Nicht vor der Herstellung. Düngerherstellung, Brauerei, Heutrocknung, Malzfabrik, Pelletsfabrik, Sägewerk. Kommen wir nicht ran. So. Dann muss ich mal gucken. Wasser. Jetzt klappt's. Das läuft. Gut. Wird dir viel fehlen. Schauen wir kurz den Sägewerk rein, ob da genug Paletten schon sind. Paletten brauchen wir spätestens zur nächsten Saison, kann man sagen. Ne? Im Sommer nachher, wenn Frühling geht, los. Koppelkämpfung, die eigenen Felder bestellen. Ja, bestellen noch Reste, Leerpalette, 200.000, das ist gut. Das sollte gut hinkommen. Da stehen die guten Stücke. Das andere ist jetzt nebensächlich nicht so wichtig. Ein bisschen Holz haben wir noch. Ich wollte Stumpenfräsen machen.
Gut, da kommen wir nicht rüber. Oder? Oh, wir sind sportlich. Oh, oh. Oh. Ob das gut geht. Und der sollte eigentlich eine andere BGH nehmen. Oh, das. Habt ihr das gesehen? Das war kurz vorm Unfall. So, Milch ist klar, Blocking, das ist mir voll. Stroh. Der Pferd, Hummer, Gärreste 3000. Und der andere, der holt Gärreste. Fahren wir gleich mal ein Stückchen weiter mit unserer Düngergeschichte. Aber ich muss gucken, ob ich jetzt hier das globalen Markt reinkomme. Mit R. Ich glaube nicht. Solange die alle hier dann nutzen, habe ich keine Milch. Das zeigt er mir an. Milch, ja gut. Milchhof. Na gut. Können wir nichts kaufen. Liegt aber damit zusammen mit den Haulreifahren. Die nutzen das Ding und ich komme nicht mehr ran. Ja, da ist die Fräse. Ich brauche einen Traktor. Nehmen wir gleich den nächsten. Mensch, haben wir alle Traktorenbeschlag hier. Das ist mal wie zur Endzeit. Das Gewicht können wir hier lassen. Das ist nur jetzt die Ernte. Ich habe mir auch noch Arbeit gelassen. Stumpen fräsen. Alle eingestellt und beschäftigt und wir selber haben keine Arbeit. Ja, das passiert glaube ich nicht. So, müssen wir ran noch. Weil wir machen jetzt ja, das können wir ja theoretisch abgeben da, 44.000. Wir wollen ja keine Bäume zerlegen, ne? Das ist ja hier nicht vorgesehen. Das machen wir in Thüringen. Sobald die Ernte da erledigt ist, wenn wir da entsprechend die Bäume, den Restwald, ja, fällen, ne, und nutzen. Ein bisschen habe ich schon gemacht. Da beinahe, oh, da was reingekippt. Die Dusselige. Ne, da nicht. Das wäre jetzt schlecht. Gucken mal. Milch. Hackschnitzel, was bin ich? Weizen, Gärreste. Da haben wir ein Glück gehabt. Also wenn der nämlich da was reinschmeißt. Ob ich jetzt da so reinkommen? Jetzt kennt er doch nicht an. Ist doch gar nicht. Oh, hier ist Plane. Na gut. Dann halt nicht, ne? Macht ja auch nichts. Oh. Unser Wasserfahrer. Und brauchen wir noch Wasser? Aktuell nicht. Gärreste, dann ein schönes Geld. Naja. Naja, Vermögen machen wir mit auch nicht, aber wie gesagt, das ist ein schönes Nebengeschäft, ne? Also lass doch fahren. So, die Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen, dann seid mal tschüss und winke winke, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter und ne? Ein dickes Dankeschön an alle, die jetzt mal reingeschaut haben. Tschüss.